Im heutigen Video geht es um Schuhe für schnelles Laufen. Und zwar für richtig schnelles Laufen. Das hier in meiner Hand ist der Essex Metaspeed Sky Plus. Und das ist durch und durch ein richtiger Wettkampfschuh. Im letzten Jahr, im Sommer 2021, kam schon die erste Version des Schuhs auf den Markt. Und damit will Essex zeigen, dass sie auch im Segment der Carbon-Schuhe, der Marathon-Wettkampfschuhe, ganz oben mitspielen können. Die Resonanz auf den ersten Metaspeed Sky war richtig gut. Athletinnen und Athleten sind darin super Zeiten gelaufen. Und jetzt hat Essex sich überlegt, wir überarbeiten den Schuh nochmal und hat eine neue Version rausgebracht. In diesem Video zeigen wir euch, was sich in der zweiten Version getan hat. Und wir werfen auch noch einmal einen Blick auf das besondere Konzept, was hinter den Metaspeed-Produkten steckt. Wie immer erst einmal zu den Daten rund um den Schuh. Der Metaspeed Sky Plus hat eine Sprengung von 5 mm. Das bedeutet, man steht im Rückfuß 5 mm höher als im Vorfuß, also eine relativ flache Sprengung. Das Gewicht liegt in der Männergröße US9. Bei 205 Gramm. Dazu ist noch zu sagen, dass es eigentlich ein Unisex-Modell ist, sprich die US-Größe 9 entspricht ungefähr einer 10,5 Frauengröße. Insgesamt steht man im Rückfuß auf 39 mm Material, im Vorfuß auf 34 mm Material. Man merkt also schon ein sehr hoher Aufbau des Schuhs. Preislich hat sich nichts verändert, der Schuh liegt immer noch bei 250 Euro. Schauen wir noch einmal kurz auf das Prinzip, was hinter den Metaspeed-Produkten steckt. Denn der Metaspeed Sky Plus ist gar nicht der einzige Schuh, der jetzt von Essex auf den Markt gekommen ist. Er hat nämlich auch noch ein Gegenstück, wenn man so will, und zwar den Metaspeed Edge Plus. Sehen farblich erstmal ziemlich ähnlich aus, aber wenn man die Schuhe mal so übereinander hält, dann kann man sehen, die Konstruktion, der Aufbau des Edge ist doch ganz schön anders. Woran liegt das? Zwei unterschiedliche Schuhe gleichzeitig auf dem Markt, beides Carbon-Schuhe. Essex hat sich gedacht, es gibt so viele verschiedene Laufstile. Wir entwickeln nicht nur einen einzigen Wettkampfschuh, den dann alle Läuferinnen und Läufer tragen, sondern wir richten uns nach den verschiedenen Laufstilen. Und deswegen richtet sich der Metaspeed Edge Plus an Läuferinnen und Läufer, die in hohem Tempo, also im Wettkampftempo, ihre Schrittfrequenz erhöhen. Das heißt, die Anzahl der Schritte, die pro Minute gemacht werden, erhöht sich. Der Metaspeed Sky Plus richtet sich dagegen an Läuferinnen und Läufer, die nicht zwangsweise mehr Schritte machen, sondern viel ausladendere, aufwendigere Schritte machen. Und deswegen diese zwei unterschiedlichen Konstruktionen. Diese zwei unterschiedlichen Schuhe gab es übrigens im letzten Jahr auch schon. Auch im Sommer 2021 kam schon der Edge mit auf den Markt. Und Essex hat jetzt aber trotzdem nochmal beide Schuhe überarbeitet, um das Lauferlebnis zu optimieren. Und wir schauen jetzt erstmal beim Sky an, was da genau verändert wurde. Der Sky Plus vereint natürlich einige Eigenschaften, die ganz klassisch sind für Carbon-Wettkampf-Marathon-Schuhe. Nicht zuletzt einen sehr leichten, responsiven Dämpfungsschaum. Der FF Blast Turbo ist hier enthalten, wie auch schon im letzten Modell. Laut Essex ist in diesem Modell sogar 4% mehr dieses Schaums erhalten. Die Dicke der Mittelsohle hat sich allerdings nicht verändert. Da steht man weiterhin im Rückfuß auf 33 mm Schaum und im Vorfuß auf 28 mm Schaum. Es kann also sein, dass sich das so ein bisschen hier an den Seiten angesammelt hat, denn laut Essex sind da 4% mehr Schaum drin. Dann ist natürlich eine Carbonsohle drin. Das ist die größte Veränderung eigentlich in der zweiten Version der Sky. Die liegt jetzt nämlich höher. Am Anfang lag die Carbonsohle relativ mittig in der Mittelsohle. Jetzt liegt sie quasi auf dem kompletten Dämpfungsschaum. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist eigentlich relativ simpel. Wenn die Carbonplatte auf dem Schaum liegt, kommt man darauf auf und die Carbonplatte drückt idealerweise den kompletten Schaum zusammen und man hat eine optimierte Energierückführung im ganzen Schuh. Das ist übrigens auch der Hauptunterschied eigentlich zum Metaspeed Edge. Dort liegt die Carbonsohle weiterhin in der Mitte der Mittelsohle, um eher diesen flachen Laufstil und viele kontinuierliche Schritte zu ermöglichen. Was hat sich noch getan beim Sky Plus? Diese gebogene Rocker-Konstruktion hat sich noch einmal ein bisschen verstärkt. In der ersten Version war die Sohle hier im Zehenbereich auch schon leicht nach oben gebogen. Das hat sich jetzt nochmal deutlich verstärkt, um einfach in Kombination mit der Carbonsohle und dem Dämpfungsschaum dem Schritt diesen Vortrieb nach vorne zu geben. Und laut Essex sorgt das halt dafür, dass sich die Schnelligkeit in diesem Schuh nochmal deutlich erhöht. Kommen wir nun zum Laufeindruck des Metaspeed Sky Plus. Wenn man den Schuh einmal anzieht und erstmal ein paar Schritte darin geht, dann merkt man direkt, der Metaspeed Sky Plus ist kein Schuh zum Spazierengehen. Das fühlt sich fast ein bisschen merkwürdig an, wenn man darin geht. Der ist hier im Fersenbereich sehr schmal verarbeitet und diese Rocker-Konstruktion hat im Gehen einfach nicht so den Effekt. Aber der Schuh ist ja auch zum Laufen gemacht und zwar zum schnellen Laufen. Und wenn man das macht, dann merkt man wirklich, was diese Kombination aus Carbon und diesem sehr leichten Dämpfungsschaum mit dem Schritt macht. Man sieht, man kann den Schuh überhaupt nicht eindrehen oder irgendwie verwringen. Die Carbonsohle macht den Schuh wirklich komplett steif. Und das in Kombination mit dem sehr responsiven Dämpfungsschaum treibt den Schritt wirklich nach vorne. Und man merkt, dass man nicht wie in vielen anderen Schuhen oder vielleicht in einem gemütlicheren Schuh einsinkt, sondern
Man wird ganz deutlich nach vorne getrieben, auch natürlich wegen der Rockerkonstruktion, die einen hier so ein bisschen nach vorne schiebt. Bei Regen ist aufgefallen im Test, hat der Schuh wirklich einen sehr guten Grip, obwohl man erstmal ein bisschen skeptisch werden könnte. Diese gummierte Außensohle, die hier dunkel hervorgehoben ist, läuft im Rückfuß ziemlich schmal zu. Für Vorfußläufer natürlich kein Problem, aber was ist, wenn man mit dem Rück- oder dem Mittelfuß aufkommt? Hier ist aber nochmal ein kleines Patch verarbeitet, was auch sehr guten Grip hat. Und auch bei Regen oder Nässe hat man da eigentlich einen sehr guten Halt im Schuh. Insgesamt der Sitz des Fußes im Schuh wurde im Test auch positiv hervorgehoben. Hier die Verarbeitung besteht aus einem sogenannten Jacquard-Mesh-Material. Da kann man sehen, das ist wirklich extrem dünn und sehr luftdurchlässig. Und an den Übergängen zur Außensohle, wo der Stoff natürlich noch mehr strapaziert wird, ist es dann natürlich ein bisschen dicker verarbeitet. Genauso wie hier in der Fersenschale, obwohl man ja nach Polsterung oder viel Stoff bei diesem Schuh natürlich umsonst sucht, weil es wird überall Gewicht gespart. Was das angeht, ist der Schuh einfach sehr minimalistisch aufgebaut. Das gilt auch für die Zunge, die sehr dünn ist und sich gut an den Fuß anschmiegt. Sie ist aber an keiner Seite am restlichen Material des Schuhs befestigt. Und auch die Schnürung ist sehr dünn. Sie hält sehr gut, weil sie hier ein bisschen gerippt ist und da besteht eigentlich überhaupt keine Gefahr, dass die Schnürung aufgeht. Da sie aber so dünn ist und auch die Zunge nicht sehr stark gepolstert ist, muss man da so ein bisschen justieren und vielleicht bei den ersten ein, zwei Läufen mal gucken, wie sitzt es am besten. Wenn der Schuh aber einmal so eingestellt ist für einen selber, dann ist der Sitz des Fußes im Schuh wirklich sehr, sehr gut. Die Passform des Schuhs ist eher schmal, wie beim ersten Modell auch schon. Man kann aber durchaus bei seiner normalen Schuhgröße bleiben, die man in den Schuhen hat. Und was man sonst noch merkt, gerade im Vergleich zu anderen Carbon-Schuhen, wie zum Beispiel Modellen von Nike oder Adidas, der Schaum ist nicht ganz so weich, nicht ganz so wabbelig wie bei anderen Schuhen. Das heißt, man hat insgesamt ein bisschen mehr Stabilität oder für einen Carbon-Wettkampfschuh relativ viel Stabilität. Das merkt man vor allem, wenn man zum Beispiel durch Kurven läuft. Da hat man in diesem Schuh dann doch ein bisschen mehr Halt als vielleicht bei einem Alphafly-Modell. Der SX Metaspeed Sky Plus ist auf jeden Fall eine gelungene Weiterbildung der ersten Version und zeigt auf jeden Fall, dass SX ganz oben bei den Carbon-Schuhen mitspielen kann. Wie sich der Schuh in Wettkämpfen schlägt, muss man jetzt nach dem Launch sehen. Im Vorfeld wurden im Prototypen des Schuhs und auch in den Wochen vor dem Launch in der Endversion schon viele persönliche Bestzeiten von Athletinnen und Athleten gebrochen und auch eine Handvoll nationale Rekorde. Wie sich der Schuh dann in internationalen Wettkämpfen hinterher schlägt, wird sich nach dem Launch zeigen. Aber auch für ambitionierte Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer ist der Schuh natürlich eine Option, wenn man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen möchte. Bei 250 Euro im Preis zeigt sich natürlich das Carbon, was verarbeitet ist, und die Technologie. Aber wenn man als Hobbyläufer oder Hobbyläuferin gerne schnell auf der Straße läuft, dann lohnt sich auch da natürlich der Griff zum SX Metaspeed Sky Plus.